Los! Womit geht's weiter? Eine Barke wartet rund 200 Meter von hier am Kanal. Ich habe einen Piloten, der dich mitnimmt. Du kommst nicht mit? Hat nur Platz für einen. Außerdem habe ich noch in der Stadt zu tun. Mach dir keine Sorgen. Ich kenne ihn, er ist gut. Hat erst einmal jemanden verloren. Für den Toten sind die Chancen gut genug. Da! Was ist meine Tarnung? Das wird dir bestimmt gefallen. Du bist ein toter Mann. Was? Ja! Ruh dich aus. Wir sehen uns in Hongkong. "1935", schrieb H.G. Wells von kommenden Dingen. Darin rettet eine Gruppe Flieger, die sich Wings Over the World nennen, die Welt vor den Schrecken eines verheerenden Krieges. Ein Junge las das Buch 1935 in London, sah 1937 die Filmversion und war fasziniert. Er war fast noch ein Knabe, als der Krieg kam. Doch das kümmerte weder ihn, noch das immer verzweifeltere England. Der Krieg war schlimm, genau wie in dem Buch. Aber Wells sah weder Atomwaffen noch Vernichtungslager vorher. Und so wurde der junge Pilot und stellte fest, dass es keine Wings Over the World gab und die geschockte Welt nach dem Krieg ein sehr kalter Ort war. Du bist am Zug, Dornröschen. Oh, Herrgott, Danny, du gibst wohl nie auf, ha? 2 Wochen und wie viele Spiele hast du verloren? Du warst schon immer ein mieser Schachspieler, aber neuerdings... Komm her und setz dich, Mistkerl. Ich lass dich gewinnen, das fördert die Heilung. Tja, Dank erwarte ich wie immer keinen. 3 Wochen lang meine Gesellschaft, das scheint mir Dank genug. Und was hast du jetzt vor, Kasparov? Wo du wieder auf dem Damm und fit bist? Zurück ins regnerische London? Den Leibwächter spielen? Hier und da ein Vortrag über Sicherheit? Keine Ahnung. Vielleicht lasse ich mir ein Bart wachsen wie du. Mach es mir mit Pfeife und Pantoffeln bequem. Wird am Strand fett, faul und alt. Himmel, Andy. Da kannst du dich auch gleich vom Balkon stürzen. Harte Kerle wie wir sind nicht dafür geschaffen, herumzusitzen und auf den Tod zu warten. Lange Finger hin oder her. Und das sind echt lange Finger, hm? Der Junge hatte Probleme. Eindeutig. Andy, mir geht's hier gut. Alles läuft prima. Echt prima. Aber das kommt nicht von ungefähr. Ich habe nicht in einem Arbeiterclub in Hastings rumgesessen und Hämorrhoiden gekriegt, während das Leben an mir vorbeiging. Was bietest du mir, Danny? Ich habe momentan mehr Arbeit, als ich erledigen kann. Viel mehr Arbeit. Ich will dich an Bord haben. Dieses Spiel dauert allmählich zu lang, Danny. Ich habe vor 10 Jahren aufgegeben. Du kannst es doch nicht noch länger machen wollen. Irgendwann muss man aufhören. Ich kann nicht, Andy. Unmöglich. Das hier ist wichtig. Echt wichtig. Ich gebe dir die üblichen 10%. 10%? Shit. Danny, du willst mich doch nicht beleidigen. Nach der langen Zeit? Nicht jetzt. Lange Finger hin oder her. Sieh dich doch hier um. 15%.
Ich will 50% und die 5 Mille, die du mir noch von Katanega schuldest. Katanega? 20% und die 5 Mille. 25% und die 5 Mille, abgemacht. Du bist ein Bastard, aber das weißt du ja. Dazu brauche ich noch Papiere, ein Konto in der Schweiz und ein Spesenkonto. Und ein Domizil vor der Küste, klar. Was Hübsches, Ruhiges, irgendwo auf einer Insel. Margaritas in der Sonne. Okay, abgemacht. Abgemacht. Klar, Mann, klar. Der SIS hat wohl nicht viel von mir übrig gelassen. Was denkst du denn? Du bist immerhin mausetot. Ehrenbegräbnis mit allem drum und dran. Es ist ein leichter Job. Total einfach. Pass bei einer Aktion in Afrika auf Kim auf. Sie sammelt da Informationen. Nichts allzu Dramatisches. Unterwegs bekommst du mehr Details. Schön, dich zu sehen, Andy. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Andy, du sollst Kim zu einer kleinen Garnisonsstadt in der Nähe der Katara-Senke eskortieren. Erste Infiltration mit Getreideflugzeug. Landestelle ist ein kleines Gehöft in der Wüste, 40 Kilometer außerhalb der Stadt. Die Familie dort ist freundlich, raste nicht aus, wenn die Leute bewaffnet sind. Sie riskieren ihr Leben, um dir zu helfen. Sei nett. Die Leute werden dich auf einem ihrer Obsttransporter übers Land transportieren und dich an einem sicheren Haus absetzen, das unsere dortige Kontaktperson am Stadtrand der Hauptstadt eingerichtet hat. Wenn du den Treffpunkt erreicht hast, wird Kim dir detaillierte Befehle geben. Hauptziel ist Aminkat Ali Salah, ein Geschäftsmann, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Unser Klient mag seine Geschäfte nicht und möchte ihn eliminiert haben. Kim wird die Tat ausführen. Du bist nur als Unterstützung und Ablenkung da, falls sie welche braucht. Außerdem werden Informationen über den Ort von Aminkat Ali Salahs momentanem Spezialprojekt benötigt. Kim sollte die während des Einsatzes besorgen können, aber möglicherweise musst du dir die Finger dabei schmutzig machen. Ich bleibe in Verbindung. Andrew, du musst das sichere Haus beschützen, ehe du in die Innenstadt gehst. Nimm die 3 Kameras, die ich dir gegeben habe, und bring sie dort an, wo unser Kontakt die Markierung gemacht hat. Aber meide den Hauptplatz um jeden Preis. Wir wollen keinen Kontakt, bevor die Kameras funktionieren. Im Idealfall wollen wir gar keinen Kontakt, nicht mal mit Zivilisten. Wenn sie angebracht sind, treffen wir uns im sicheren Haus. Die Tür zum oberen Raum bleibt verschlossen, bis du zurück bist. Eine ist angebracht. Ende. Test. Verbindung gut. Ende. Nummer 2. Ende. Test. Verbindung. Ende. Hinter Schuh am Tammel. Heraus! Heraus! Kim, das ist die letzte. Alle Kameras funktionieren, Andrew. Komm ins obere Zimmer des sicheren Hauses. Ende. What if, Isalame? Sehr gut. Die 3 Kameras überwachen alle Wege zum sicheren Haus. Wenn ich Aktivität habe, während du weg bist, melde ich mich per Funk. Sonst waren wir Funkstille. Du kannst mit den Bildschirmen jederzeit Aktivitäten auf der Straße überwachen. Was jetzt? Wir haben Informationen, dass Salas Operationsbasis eine Garnison im neuen Stadtteil ist. Da müssen wir rein, wenn wir Salah wollen. Um hineinzukommen, brauchen wir die Pläne der Garnison. Unsere Kontaktperson müsste die Pläne für uns besorgt haben. Geh in das alte Hotel am Hauptplatz, triff unseren Kontaktmann und hol die Pläne ab. Er wartet auf dich. Melde dich erst wieder, wenn du die Pläne hast. Wachenstärke. In einer Garnisonsstadt vermutlich ziemlich hoch. Wähl deine Gegner mit Bedacht und vermeide so lang wie möglich Kontakt.
Moment, Andrew. Wir haben anscheinend Gesellschaft. Eine von Salas Patrouillen. Sei vorsichtig, wenn du das sichere Haus verlässt. Sieht aus, als hätte er eine Uzi. الله يخلي شوية مصاري. Hört sich an, als wäre die Kanalisation da unten. Thank you.
Kim, ich bin im Apartmentgebäude. Unser Kontaktmann sagte, er wartet im ersten Stock auf dich. Such ihn dort. Ende. Ihr? Aha. Sie sind Parrishs Mann. Sie kommen wegen der Pläne, ja? Haben Sie sie? Leider nicht. Salah ist momentan nervös und paranoid. Seine Männer haben echt Angst. Sein Partner, Mahmoud Al-Farik, hat ein Großereignis außerhalb der Stadt laufen, heißt es. Niemand ist auf dem Schwarzmarkt aktiv, aus Angst vor ihnen. Salah hat furchtbare Angst vor Farik, alle anderen haben furchtbare Angst vor Salah. Ein Teufelskreis. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Hanif Hassan, Salahs Sicherheitschef, wohnt in den Pyramisia-Apartments im neuen Stadtteil. Er hat eine Kopie der Pläne in einem Tresor in seinem Zimmer. Versuchen Sie dort Ihr Glück. Die Adresse steht hier an der Wand. Außerdem habe ich was, das nützlich für Sie sein könnte. Hier. Die Schlüssel. Kim, dein Kontaktmann war eine Niete, aber er gab mir die Adresse von jemandem im neuen Stadtteil, der eine Kopie der Pläne hat. Okay. Geh so schnell du kannst dorthin. Ohne ausreichend Infos über die Anlage können wir nichts machen. Ich informiere Danny per HK-Netzwerk über die Änderung des Plans. Ende. Shit. Bis ich da durch bin, das dauert. Wir haben ein Problem, Kim. Ich habe eben den einzigen Durchgang zum neuen Stadtteil verloren. Alternativen? Laut meiner Pläne verläuft ein Netz aus Abwasserkanälen unter der Stadt. Ich meine, ich hätte vorhin einen Gullideckel gesehen. Wie sieht deine Alternative aus? Melde dich, wenn du drin bist.
Ja, Papi! Alles klar. Ich bin in der Kanalisation, Kim. Okay. Such nach der runden Hauptkammer. Von dort sollte ein Unterwasserrohr zu einer Stelle in der Nähe des Tors zum neuen Stadtteil führen. Ich bin durch. Verstanden. Viel Glück. Ende.